Frank hat sich nunmehr bereits über einige Zertifikatetypen informiert und möchte weitere Alternativen kennenlernen. Aktienanleihen gehören zu den Anlageprodukten und vereinen, wie der Name schon sagt, die Eigenschaften von Aktien und Anleihen. Anleihetypisch sind der Zinscoupon und die Preisstellung in Prozent. Wie bei Aktien trägt der Anleger ein Kursrisiko. Aktienanleihen stellen eine Investitionsmöglichkeit für Anleger dar, die seitwärts tendierende, leicht fallende oder moderat steigende Märkte erwarten. Klassische Aktienanleihen zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus. Sie bieten eine meist jährliche Verzinsung, unabhängig davon, wie sich der Basiswert entwickelt. Es besteht die Ungewissheit, ob der Anleger bei Fälligkeit den Nominalbetrag ausgezahlt bekommt oder eine bestimmte Anzahl an Aktien in sein Depot geliefert wird, deren Wert dann unter dem Nominalbetrag liegen würde. Art und Höhe der Rückzahlung entscheidet sich am letzten Bewertungstag. Ein Beispiel. Frank investiert in eine klassische Aktienanleihe auf die Beispiel AG, deren Aktien bei 100 Euro notieren. Eine Aktienanleihe auf diesen Basiswert hat einen jährlichen Zinssatz von 10%, während der Nominalbetrag der Anleihe bei 1.000 Euro liegt. Eine solche Aktienanleihe hat einen Basispreis von 100 Euro und bezieht sich demnach auf 10 Aktien. Die Laufzeit beträgt ein Jahr. Am Laufzeitende, konkret am letzten Bewertungstag, entscheidet sich, wie die Rückzahlung erfolgt und ob Frank als Käufer der Aktienanleihe eine positive Rendite erzielt. Notiert die Aktie der Beispiel AG bei 100 Euro oder darüber, erhält Frank neben dem 10% Zinssatz den Nominalbetrag von 1.000 Euro zurück, also insgesamt 1.100 Euro. Bei Kursen unter dem Basispreis von 100 Euro kommt es hingegen zur Lieferung von 10 Aktien der Beispiel AG, die dann weniger wert sind als der Nominalbetrag. Frank wird vom Anleihebesitzer zum Aktionär. Allerdings muss es nicht zwangsläufig zu Verlusten kommen. Notiert die Aktie beispielsweise bei 95 Euro, hätte die Rückzahlung einen Wert von 950 Euro. Aufgrund des zusätzlichen Zinsbetrages von 100 Euro würde Frank dennoch einen Gewinn erzielen. Bei Kursen unter 90 Euro würden für Frank jedoch Verluste entstehen. Das Minus aus der Aktienposition würde dann die Zinszahlung übersteigen. Frank ist es jedoch freigestellt, ob er die Aktien direkt verkaufen möchte oder sie in seinem Depot liegen lässt. In letzterem Fall besteht die Chance, dass der Wert der Aktien wieder steigt. Ebenso existiert aber auch das Risiko, dass die Aktien weiter an Wert verlieren. Neben den klassischen Aktienanleihen gibt es weitere Varianten, beispielsweise die Barriere-Aktienanleihe. Hier fällt der Zinssatz gewöhnlich etwas geringer aus als bei einer klassischen Aktienanleihe. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Investor einen Geldbetrag erhält, ist bei einer Barriere-Aktienanleihe höher. Solange der Basiswert stets oberhalb der Barriere notiert, erhält der Anleger den Nominalbetrag ausgezahlt. Zu Verlusten kann es hingegen kommen, wenn der Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet und am letzten Bewertungstag unter dem Basispreis notiert. Im Gegensatz zum Aktionär erhält der Inhaber einer Aktienanleihe keine Dividendenzahlungen. Frank ruft an der Hotline der BNP Paribas an und erhält dort die Produktinformation. Gleichzeitig kann er sich das Handbuch für Anleger über die Hotline oder über www.bnp.de kostenfrei bestellen. Das Buch widmet sich in einem eigenen Kapitel dem Thema Aktienanleihen.